Winnetou im Kino. Mhm. Lex Barker, wissen wie, Sie wie das? Geht das nochmal? In 3 Monaten sehen wir uns wieder. Winnetou sagt, hat sich immer so von Ninchuchi und hier Lex Barker immer verabschiedet. So, Lex Barker, um den geht es nämlich jetzt. Lex Barker, ganz interessant, der Großneffe von Old Shatterhand, meine ich, war er immer, macht jetzt Karriere. Christopher Braun hat ihn getroffen und festgestellt, dass es wohl an den Genen liegen muss. An den Genen von dem Mann, der in den 60er Jahren lässiger als jeder andere Schauspieler auf dem Pferderücken daherkam, zeigen diese Bilder nochmal. Lex Barker, als Old Shatterhand und Tarzan ein Weltstar. Sein Sohn Christopher, immerhin noch Darsteller bei den Karl-May-Festspielen und zeitweise als Schlagersänger bemüht. Doch als der dem Showbusiness zugunsten eines Jobs als Banker adieu sagt, scheint die künstlerische Karriere der Barker-Familie vorbei. Bis er sich entschließt, sein Talent und seinen Namen für eine Showkarriere zu nutzen. Der selbsternannte Fürst der Oldies, Kostümfan und Großneffe von Lex Barker, Nicky Barker. Wir haben ja damals im Internet recherchiert und haben auch gelesen, dass Lex Barker gesungen hat, hatte 2 Plattenaufnahmen. Und ich hoffe, dass ich das Talent von ihm lange geerbt habe. Ich habe damals Tischler und Maler gelernt, Maler und Lackierer. Und als ich 18 gewesen bin, hat mich ein Bekannter in der Diskothek gehört, wie ich zu einem Song mitgegrölt habe. Er hat mich gefragt, kannst du 2 Songs auswendig? Ja. Ja, und dann habe ich dann so ein bisschen an mir gearbeitet. Schönes Haar ist mir gegeben. I'll get along. Nicky nimmt an etlichen Talentwettbewerben teil, schafft es zum Karaoke-Moderator im Hamburger Lokal Poop Arsch. In einem Musical verkörpert er Leonard the Love Machine. Vor gut 20 Jahren wagt er den Schritt in die Professionalität. Zunächst nimmt man den schrillen Entertainer nicht so wirklich ernst, doch ein Barker gibt nicht auf. Der gebürtige Osnabrücker steht sogar an der Seite von Stars wie Frank Zander und Abi Ofarim auf der Bühne. Normal kann jeder, sagt er über sich und schafft sich als selbsternannter Leitwolf einen unverkennbaren Look. Ich habe auch als Kind immer schon ganz gerne lange Haare gehabt, lange Zähne. Meine Ohren sind auch nicht gerade normal. Und ich liebe Wölfe. Über alles. Ansonsten bin ich eigentlich der normale Mensch. Oder der normale Leitwolf. Jo, geht einigermaßen. Er mag es, aufzufallen. Heute in der Bad Oldesloher Diskothek Sesi. Hier, wo schon ein DJ Ötzi-Double und sogar Michael Wendler aufgetreten sind. Machst du mal ein bisschen weniger Hall? Eingefleischte Fans reisen sogar aus Sachsen-Anhalt zu seinen Auftritten an. Auch Big Harry, bekannt unter anderem aus dem Großstadtrevier, ist ein Fan. Und sie alle lässt Nicky natürlich nicht warten. Um Punkt 21.30 Uhr schwebt er auf die Bühne. I close my eyes, drew back the curtain, and now. Seine Playlist macht er spontan. 450 Songs, Cover und Eigenkompositionen kann Nicky aus dem FF singen. Auf Englisch, Deutsch, Italienisch und sogar auf Japanisch. Bis zu 150 Mal im Jahr steht Nicky auf der Bühne. Im Mai erscheint sein neues Album. Der Titel Jetzt erst recht. Großonkel Lex wäre stolz auf ihn. Wir hoffen selbstverständlich, dass durch diesen Film bei uns die Auftritte vom Großneffen von Lex Barker noch etwas publikumswirksamer werden, möglicherweise. Bärbel Schäfer.